Der Weg für unseren heutigen Abendimpuls, der muss an Maria Geburt in unsere Ponlachkirche gehen. Das ist für mich ganz wichtig, weil hier wird ja auch, wie ich euch gestern bereits gesagt habe, Maria Geburt im Deckenfresko dargestellt. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Kaya, Kirchheimer, Astner und Tittmoninger, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, wir feiern die Geburt der Gottesmutter Maria. Gestern bin ich schon auf dieses Thema eingegangen, aber es ist mir auch wichtig, dass wir uns das dazugehörige Bild in unserer Ponlachkirche anschauen. Nicht nur, dass ich euch das sage, dass es da drin ist, sondern wir wollen jetzt auf die vier Deckenbilder hinaufschauen und dann in besonderer Weise dieses Bild Maria Geburt anschauen. Wie kommt die Kirche eigentlich zu einem Fest Maria Geburt? Gestern habe ich es theologisch zu erklären versucht, weil man die Geburt Mariens besonders mit der Geburt Jesu zusammenhängt. Sie ist die Morgenröte des Heils, sie kündet uns den Tag an. Aber Maria Geburt, das finden wir in einem Proto-Evangelium, in einem Evangelium, das wahrscheinlich im 2. Jahrhundert geschrieben worden ist, über die Kindheit Jesu. Und da wird auch von der Geburt Mariens berichtet und auch, dass ihre Eltern Joachim und Anna geheißen haben. Das sind Überlieferungen, die aufgegabelt worden sind von demjenigen, der sie zusammengeschrieben hat. Und woher er sie hat, das wissen wir nicht. Es wird heute eine lange Tradition gehabt haben, aber dieses Evangelium ist dann nicht aufgenommen worden in den Kanon unserer Heiligen Schrift. Aber die Marienverehrung, die hat dadurch auch Impulse gewonnen. Gerade dieses Fest Maria Geburt. Wir finden die heilige Mutter Anna im Wochenbett. Das Kind Maria ist geboren worden, unten hält es eine Magd, auf der Seite steht Joachim und ist ganz erstaunt und erfreut über dieses Kind, das auch wie bei Elisabeth und Zacharias viel zu spät zur Welt gekommen ist. Die Erbauer der Ponlachkirche haben dieses Bild der Geburt Mariens auch in Zusammenhang gesetzt mit dem Bild da drüben, nämlich der Geburt des Gottessohnes in Bethlehem. Und das, denke ich mir, das ist besonders wichtig, dass wir diese Geburt Mariens nicht isoliert betrachten, sondern immer in diesem Zusammenhang. Und dann haben sie noch zwei Bilder in unserer Kirche, in unserer Ponlachkirche zusammen verwoben sozusagen, nämlich den Tempelgang der Gottesmutter Joachim und Anna wieder auf der Seite bringen ihr Kind in den Tempel von Jerusalem zum Hohen Priester, dass es dort aufgezogen wird und den Glauben erlernt. Das wird hier dargestellt. Aber gegenüber wieder die Erinnerung daran, dass alles mit Jesus zusammenhängt, nämlich Maria und Josef bringen das Kind 40 Tage nach seiner Geburt, wir feiern es am 2. Februar, in den Tempel, wie jedes Kind wird es dort Gott dargebracht. Und der greise Simeon, er ist voller Erwartung, er wartet sein Leben lang, dass er den Messias noch in Händen halten darf, und das beschreibt uns der Evangelist Lukas so schön, er wird vom Heiligen Geist in den Tempel getrieben, damit er den Erlöser dort in Händen halten kann. Und er bricht über den Lobpreis aus, den wir in der Kirche jeden Abend beten. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. So hängt wieder Maria ganz eng zusammen mit den Ereignissen um ihren Sohn. Und ihren Sohn, den rufen wir jetzt auch an. Herr, auf dich vertrauen wir.
In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend, in dieser Nacht, der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Ausklang von diesem Fest. Und heute, was wir bisher noch nie gemacht haben, dass wir zweimal das gleiche Abendlied gesungen haben, aber bei Maria Geburt, da passt eben am allerbesten, sagt an, wer ist doch diese? Satan, wer ist doch diese, die vor dem Tag aufgeht, die über Paradiese als Morgenröte steht. Sie kommt hervor von fern, geschmückt mit Mond und Sternen, die Braut von Nazareth. Sie ist die reinste Rose, ganz schön und auserwählt. Die macht die Makellose, die sich der Herr verwählt. O eine zieht zu schauen, die schönste aller Frauen, die Freude aller Welt. Sie strahlt in Tugendkleide, ein Engel gleiche dir. Die Reinheit ihr geschmeide, die Demut ihr erzieht. Ein so blüht sie für und für. Wenn es nicht zu spät ist, wenn ihr diesen Abendimpuls seht, dann möchte ich euch einladen, denn hier in unserer Bonlachkirche feiern wir heute um 19.15 Uhr die Festmesse zu Maria Geburt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, pfiat euch, bis morgen.